Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Drive, Chill und Grill. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute ist ein wunderbarer Tag und wir machen heute mal was ganz anderes vom Grill. Wir machen heute was Vegetarisches. Und was gibt es? Wir machen heute Tomango. Tomango vom Grill. Wie Tomango geht, wie Tomango funktioniert, das seht ihr gleich bei Drive, Chill und Grill. Bis dann später, bis gleich. Ja, liebe Zuschauer, Tomango ist Tomaten-Mangold-Gemüse. Und dazu kommt noch ein Ciabatta-Brot. Wir beginnen jetzt mal mit dem Mangold und trennen die Blätter von den Stängeln. Nun werden die Stängel in mundgerechte, feine Stücke geschnitten. Und nun werden die Mangoldblätter ebenfalls in feine, kleine Stückchen geschnitten. Und jetzt geht es weiter mit den Tomaten. Auch die Tomaten werden in kleine, feine Stücke geschnitten. Nun habe ich den Mangold schon mal in meiner Edelstahlpfanne gleichmäßig verteilt. Jetzt kommen die Tomaten noch dazu und alles wird gleichmäßig vermischt und gut verteilt. Und jetzt wird das Gemüse noch etwas mariniert. Wir nehmen 2 gute Esslöffel Olivenöl. Anschließend das Olivenöl gut pfeffern und gut salzen. Dann wird das alles gut gemischt und jetzt wird alles schön über das Gemüse geträufelt. Jetzt nochmal alles schön durchmischen. Und dann geht es an das Ciabatta-Brot. Das Ciabatta-Brot schneide ich in 4 gleiche Teile. Es werden die Ciabatta-Brotstücke aufgeschnitten, damit man sie noch mit Käse belegen kann. Und nun ist alles fertig und wir können raus an den Grill. Und nun wird der Kugelgrill für indirekte Hitze vorbereitet. Das heißt, ein Kohlekorb links und ein Kohlekorb rechts. Und die durchgeglühten Briketts werden jetzt in beide Kohlekörbe gleichmäßig verteilt. Nun kommt der Grillrost obendrauf, anschließend die Edelstahlschale in den indirekten Bereich und davor lege ich noch etwas Backpapier, wo man dann die Ciabatta-Brote gut darauf backen kann. Jetzt heißt es Deckel zu und ungefähr 20 Minuten bei 200 Grad indirekt grillen. Jetzt wird der Deckel wieder geöffnet und die Mangoldblätter werden noch gleichmäßig in der Edelstahlschale verteilt. Anschließend kommen noch ein paar Pinienkerne dazu, je nachdem wie viel Sie möchten, auch die werden gut in der Schale verteilt. Nun den Deckel wieder schließen und anschließend für 10 Minuten indirekt grillen bei ca. 200 Grad. Nun nach guten 30 Minuten ist alles fertig. Man sieht schon, das Gemüse ist wunderbar heiß und der Käse in dem Ciabatta-Brot ist bereits auch geschmolzen. Nun ist alles fertig und wir können anrichten zum Essen. Guten Appetit! Jawohl, Tomango ist fertig und so wurde es auf meinem Grillteller angerichtet. Hier finden Sie alle Zutaten, die Sie für das Tomango benötigen.
Hallo liebe Zuschauer, schön, dass Sie noch da sind. Ich hoffe, mein Video hat Ihnen gefallen. Ja, das Tomango war super lecker und hat sehr gut geschmeckt und ich bin richtig satt geworden. Ja, das war mal was anderes, wie nur Fleisch grillen, man muss immer was anderes machen. Deswegen gab es heute Tomango. Ja, ich würde mich freuen, wenn Sie mir ein Abo dalassen oder wenn Sie mir einen Daumen nach oben geben. Und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Video wieder dabei sind. Wir sehen uns später. Bis bald. Auf Wiedersehen.